Hallöchen, hallo. Und da sind wir wieder, Newcomer TV, live und in Farbe, im Magazinform mit Bands, die wir bei der dritten Newcomer TV-Nacht aufgezeichnet haben in der Portstraße Jugend und Kultur in Oberursel. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, die April-Sendung wurde ja verschoben, weil pandemiemäßig, aber wir konnten jetzt im Mai, im wunderbaren Wonnemonat Mai, wieder produzieren und natürlich ganz dem Thema Mai angelegt, die Liebe und Beziehungen. Und das in Zeiten der Pandemie ist ja alles ein bisschen kompliziert und deswegen haben wir vier Bands eingeladen, Singer-Songwriter, kleine akustische Acts, die sich alle in irgendeiner Form mit dem poetischen Thema Liebe beschäftigen, Beziehungen beschäftigen. Und ich möchte euch eine Band aus Darmstadt vorstellen, die so eine Art deutschsprachigen Indie-Pop machen. Und sie schreiben deutsche Indie-Pop-Songs mal düster und dann mal wieder energisch und leicht klingend. Sie nutzen ungefiltert, ungeschönte, ehrliche Worte und dringen ganz tief in den Alltag der Menschen ein. Sind zum Teil autobiografische Texte. Ich habe mit den Menschen von Mimose, so heißt die Band, geredet und es war ein sehr interessantes Gespräch und vor allen Dingen ein sehr, sehr schönes, interessantes Konzert. Deswegen freut euch jetzt mit mir auf einen wunderbaren Abend mit Mimose. So ein bisschen habe ich gelesen bei dir, bei euch darum, auch diese verwirrende Gedankenwelt in Musik, in Texte zu fassen. Das heißt, du bist sehr
Autobiografisch? Nee, autobiografisch. Also es machst im Prinzip das, was du selber erlebst oder was ihr zusammen erlebt, formst das in Texte, in Musik. Wie ist dieser Prozess? Wie findet das statt? Ja, also meistens schon, aber es ist nicht unbedingt alles autobiografisch. Also manchmal sind es auch Sachen, die ich studiere ja Psychologie und da ist man ja viel mit so Themen befasst wie Ängsten oder Depressionen und so. Und manchmal, glaube ich, sind die Texte auch ein bisschen übertrieben so und es bin auch nicht unbedingt immer ich, die das so empfindet. Es kann auch was sein, was jemand anderes so empfunden hat und ich verarbeite es dann trotzdem irgendwie. Also du schlüpfst auch in andere Rollen. Genau, es ist so ein bisschen eine Rolle, glaube ich auch. Ja. Und ist das ein langer Prozess oder das heißt, manchmal hat man ja so diese Vorstellung, der einsame Poet, das tropfende Dach, der Regenschirm und der Federkiel und dann ist das ein stundenlanger, ein tagelanger, manchmal auch schmerzhafter Prozess. Wie ist das bei dir? Nee, also meistens kommt es einfach so. Tatsächlich. Also, du hast immer einen Notizblock dabei und schreibst immer gleich auf. Ich singe meistens ins Handy dann. Das ist manchmal auch du komisch. Du singst in dein Handy. Manchmal auch beim Spazierengehen mit dem Hund oder so, singe ich dann irgendwas, was mir einfällt zum Beispiel. Ja, cool. Ja. Und dann gehst du mit diesen Fragmenten in den Proberaum oder ihr setzt euch zusammen, du spielst Keyboard und macht daraus so eine Art Layout oder wie? Ja, also es war ja so, dass, zumindest als ich dazu gestoßen bin, standen auch schon ein paar Songs. Das heißt, da haben wir dann nur noch geguckt, was noch dazu gespielt werden sollte, was dazu passt oder was eher nicht. Genau, und wenn Julia jetzt mit neuen Songs ankommt, dann sind wir natürlich alle mal ganz gespannt. Dann kriegen wir meistens erstmal so einen kleinen Ausschnitt geschickt. Und in der nächsten Probe, wir fangen einfach an zu spielen, ne? Also so war es jetzt bei den neuen Songs meistens, wir spielen einfach drauf los. Ich bin oft am Zweifeln, zu tun, kannst du das begreifen? Ich glaube, ich verliere den Verstand. Ich bräuchte einen Krieg oder irgendwas, das ich fürchten kann, damit die Neurosen verlieren. Ich bin verrückt, so verrückt, so verrückt war ich noch nie. Thank you.
selbst, bevor du spürst. Ich weiß, dass du es nicht mehr bist, weil du mehr verzehrst. Ich komm nicht hinterher. Ich komm nicht hinterher. Ich mal dich so, wie es mir gefällt. Vergrab die Tatsachen mehr. Wenn ich mich in den Schatten stelle, sehe ich mich nicht mehr. Sehe ich mich nicht mehr. Naja, was soll ich sagen? Ich meine, es ist jetzt kein richtiger Abend geworden. Ja, es war nur ein Auszug aus ihrem Konzert. Aber ihr könnt sie live in diesem Sommer auf jeden Fall an verschiedenen Plätzen in den Sommergärten der Region sehen. Geht einfach auf die Seite von Mimose und guckt, wann aktuelle Konzerte stattfinden. Jetzt möchte ich euch ein Duo vorstellen. Ein Duo, die beiden leben zusammen, sie haben eine Beziehung, sie arbeiten zusammen. Das heißt eigentlich 24 Stunden closed deutschsprachiger Pop-Rock, deutschsprachige Popmusik aus Lich. Ein fantastisches Duo es gibt sie schon seit, ich würde jetzt einfach mal sagen, seit knapp 10 Jahren sind sie schon unterwegs, haben das Land auf und Land ab durchreist mit Aktenkoffer, Akustikgitarre, zwei Stimmen. Manchmal sind sie mit ganzer Band unterwegs, was weniger vorkommt, jetzt vor allen Dingen in Zeiten der Pandemie, als Duo eher. Und das Schöne, und das unterscheidet sie von anderen Bands, dadurch, dass sie zusammen leben, können sie natürlich von morgens bis abends auch kreativ sein und haben ein Album rausgebracht im letzten Jahr. Und haben ein tolles Konzert gespielt in der Portstraße Jugend und Kultur. Ich hatte ein schönes Gespräch mit den beiden. Deswegen freut euch jetzt mit mir zusammen auf Tonland. Jetzt halt die Musik an für den Takt. Jede einzelne Note. Ganz halt die Musik an. Für den Beat. Oh, für den Beat. Jede einzelne Note. Schreib dir ein eigenes Lied. Hast Gefühle und kannst sie nicht beschreiben. Emotionen und das sind sie zu greifen. Momente zum Teilen und auch zu verleihen. Und Träume, die es gilt zu befreien. Witz einer Sprache, Ausdruck geben oder einfach deine Stimmung heben. Träume nicht nur leben, auch spüren und dich selbst zum Tanzen verführen. Dann schalt die Musik an für den Takt. Oh, für den Takt. Jede einzelne Note bringt dich durch den Tag. Dann schalt die Musik an für den Beat. Oh, für den Beat. Jede einzelne Note hat dir eines lieb. Wenn es draußen grau ist, es leiser als laut ist, du kleiner als groß bist und die Sorge dich auffrisst. Dann schalt die Musik an. Für den Takt. Wow, für den Takt. Jede einzelne Note bring dich durch den Tag. Ganz halt die Musik an. Für den Beat. Wow, für den Beat. Jede einzelne Note schreib dir ein eigenes Lied. Ganz halt die Musik an. Ganz halt die Musik an. Ganz halt die Musik an. Die Musik an. Bei mir sind Isabel und Jörg von Tonland. Hallo. Hallöchen, hallöchen. Hallo. Es ist schön, euch zu treffen. Ja,
Gleichfalls. Endlich. Ja, genau. Endlich mal live. Ne? Sonst immer per E-Mail im digitalen Raum und so und jetzt ganz live. Der Wonnemonat Mai, also das ist der Monat, wo sich die Verliebten neu verlieben, also die Menschen neu verlieben und so, und wo Poeten wie Hölderlin oder was weiß ich, Goethe und alle möglichen Schriftsteller wahnsinnige Verse gezimmert haben. Inwieweit spielt das Liebeslied, das klassische Liebeslied als Text in eurer Musik eine Rolle? Zunächst mal muss man sagen, wir sind ja beides Maikinder, das heißt, wir haben beide Geburtstag sogar im Mai. Oh, wann? Ja, auch das noch, am 5. und am 13. Ah, schön. Ja. Aber jetzt zu den Texten, zu deiner Frage, da kannst du, glaube ich, besser was sagen. Ja, weil ich bin die Textmaus hier bei uns beiden. Und inwiefern spielt Liebe eine Rolle? Also es ist natürlich eine große Rolle, weil Liebe, das ist ja das, was uns beide auszeichnet. Ich meine, wir sind... Ne, privat. Ihr liebt euch. Also, wir lieben uns, das muss man einfach auch jetzt mal noch zugeben. Ja. Nee, ich finde auch auf den Fotos, jetzt nur als Klammer, macht ihr einen sehr closed Eindruck. Also das passt alles zusammen irgendwie mit euch. Danke. Ja. Klingt schon mal gut. Ist also, schön, dass es so rüberkommt, soll auch so rüberkommen und es ist auch genauso, wie es ist. Also es ist nichts beschönigt, wir sind genau so, wie wir sind. Wir sind nicht gecastet, genau. Nein, es war pures Glück. Also und natürlich, wie zurück zu deiner Frage, Liebe ist natürlich ein großes Thema, aber wir machen nicht nur Liebeslieder. Das stimmt. So, also es geht um alles Mögliche, um das Leben an sich und das ist uns einfach aber, wichtig. So wie ich erfahren habe von meinen Spionen, die recherchiert haben, es ist alles sehr autobiografisch schon, was in euren Texten passiert. Absolut, eigentlich durch die Bank weg, kann man sagen. Und wir sagen eigentlich immer, es ist autobiografisch, aber kann für jeden trotzdem frei interpretiert werden. Natürlich, das sollte ja so sein. Wie entsteht dann morgens, ich meine, ihr lebt zusammen, steht morgens auf, die Kaffeemaschine brutzelt und ein Spiegelei irgendwie und plötzlich fällt dir ein Text ein und dann greifst du zur Gitarre und dann, wow, geht's ab, Musik. Genau, jeden Sonntag genau das genauso ab. Nee, Quatsch. Aber so, es ist ähnlich. Als wärst du dabei gewesen. Ja. Es ist schon sehr, sehr ähnlich. Also die Texte, da kannst du, wie gesagt, mehr sagen, die entstehen natürlich nicht in einem Moment. Es ist ein Zyklus, der dauert länger. Musik ist es, wobei, wir sind relativ schnell. Ne? Und wir haben eine klare Aufgabenteilung. Ja. Also ich bin wirklich für die Texte zuständig. Der Jörg macht dann alles Kompositorische. Ja. Und das ist, ja, wie der Jörg schon gesagt hat, in den meisten Fällen ist der Text vorher da. Ne? Da kann man es mal ganz klar sagen, aber es gibt auch Momente, wo du einfach da sitzt, gerade jetzt am Frühstückstisch. Zum Beispiel die neue Single war ja so eine Geschichte mit dem Akkord war erst da. Ja. Und manchmal liefere ich dann auch ganz frisch mal so eine Textzeile, so eine Hook vielleicht, wie jetzt du wirst schon sehen, den habe ich mal beigesteuert und sie schreibt dann den Text außenrum sozusagen. Egal was passiert, wir halten zusammen. Durch dick und dünn, mit dem Kopf durch die Wand. Ja, wir sind so weit gekommen, das hätte niemand gedacht. Haben sie uns doch immer wieder ausgelacht. Das mit den Grübeln, vorbei mit den Zweifeln. Zu viele Lügen und noch so viele schöne Seiten. So denk ich immer noch zurück. Weil die Momente voll Glück, die den Weg Schritt für Schritt. Und nimm dich, und nimm dich, und nimm dich dabei mit. Wir können so weit sehen, wie wir unseren Augen trauen. Doch können wir zusammen bis ans Ende der Welt schauen. Ja, wir bauen mit Gedankenschlösser bis in die Wolken aus Stein. Wenn wir den Mut haben zu träumen, können wir alles sein. Schluss mit den Prüfen, vorbei mit den Zweifeln. Zu viele Lügen und noch so viele schöne Seiten. So denk ich immer noch zurück. Weil die Momente voll Glück. Bei mir.
24 Stunden, gefühlt ein Jahr. Nur eine Sekunde ist wie ein ganzer Tag. Ein paar Minuten, viel zu sagen. So viel auf der Seele ist es kaum zu ertragen. Du bist hier, du bist frei. Du bist groß, bist dabei. Du bist stark, wurdest geformt. Mach dich auf Richtung Horizont. Eine Kreuzung und vier Wege, so viele Chancen und nur ein Leben. Wahr oder falsch, deine Realität. Für deine Träume ist es nie zu spät. Du bist hier, du bist frei, du bist groß, bist dabei. Du bist stark, wurdest geformt. Mach dich auf bis zum Horizont. Den Blick gerade aus, immer nach vorn. Du hast dich lang noch nicht verloren. Der Blick geradeaus, immer nach vorn. Du hast dich lang noch nicht verloren. Du bist hier, du bist frei. Du bist groß, bist dabei. Du bist stark, wurdest mach dich auf Richtung Horizont. Richtung Horizont. Richtung Horizont. Das war's auch schon wieder. Ne? Also ich meine, es geht so schnell vorbei, also so eine Sendung. Ich möchte euch nur sagen, vom 23. Juli bis zum 8. August findet die Sommerwerft tatsächlich wieder statt. Open Air Festival, Straßenkultur, Straßenmusikfestival an der Weseler Werft. Ein wunderschönes Festival, geht jetzt in das 20. Jahr. Das heißt, es wird ein Jubiläum gefeiert. Und ich hoffe, wir sehen uns da. Bleibt gesund, supportet die regionale Kultur- und Musikszene. Das war euer Seppel und der wunderbare Jochen von Newcomer TV und Virus Musik Radio. Ciao, arrivederci, bis bald.